Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Spiel, nämlich Foundry. Wo habe ich es her? Von Itch.to. Das ist nämlich, witzigerweise ist dieses Spiel hier auf... Oh, Moment, ich muss schon was machen, nicht damit das jetzt irgendwie schief geht. Habe ich vergessen. Audio, Musik, null. Ja, so, hat einen Grund, zeige ich gleich. Das ist auf Steam vertreten als... The Minecraft Satisfactory Mischung. Schön in 3D, Minecraft Blöcke, aber trotzdem Vollautomatisierung, so Fabriksimulator mit Ressourcenabbau, weiter Farbpacken, Förderbänder, alles was man gerne hat, das Dyson Sphere aus der Ich-Perspektive, keine Ahnung wie man es nennen will, aber der Vorteil, das ist auf Steam für 2023 angeschrieben. Ich bin jetzt durch einen anderen YouTuber drauf das Video gekommen. Da gibt es eine Alpha. Da steht aber sogar dabei, bitte Content Creator, ihr könnt alles damit machen, Spiels etc. bla bla. Kauft es einfach, da kriegst du einen Download-Link. Habe ich gemacht. Hier sind wir. Wir haben sogar netterweise hingeschrieben, das finde ich nämlich gut, wenn Leute hinschreiben, hey, ihr dürft Videos machen, gibt mir viele Spiele, da bin ich in der Close Beta etc. Und da weiß ich nie, darf ich jetzt ein Video machen, darf ich es nicht machen, dann schaust du in Discord, schreibt einer, ja, da gibt es kein DA, gibt es kein DA, dann schaust du, wer das ist, ist irgendwer. Weil wieder keine Liste ist, ob der Typ Moderator oder sonst wer ist oder ob er nur irgendwer ist. Ja, alles undurchsichtig. Die hier schreiben wirklich hin, feel free, create content, was ihr wollt, könnt ihr auch monetarisieren, könnt ihr machen, was wollt ihr damit. Nur bitte passt auf, haben sie geschrieben, die Musik sie im Hintergrund ist nicht frei, es ist nicht ihre. Deswegen schaltet bitte die Musik ab. Sie arbeiten daran, das zu ändern, sogar das tun sie. Und haben wirklich gesagt, bitte kauft es um, ich glaube, $17, gibt es die Homepage foundrygame.com, $17 und ja, ich habe ihnen ein paar Dollarchen mehr gegeben, weil man darf natürlich auch mehr hergeben, wenn man will, dann kriegst du einen Download-Link und über den Download-Link kriegst du immer die aktuellste Version. Das hier ist jetzt die Experimental, gibt aber auch eine Stable, aber auf der Homepage bin ich letztens gestanden, also gestern, heute gestanden noch, die Stable ist jetzt, war nicht so, war outdated, das ist die Experimental, die Stable, aber ich glaube, das ist auch schon wieder outdated, aber es steht doch da, jetzt habe ich mal das Experimental genommen, wenn da was schief geht, sorry. Ja, was machen wir? Es ist ein Spiel, ihr könnt es wirklich schon bauen, automatisieren, das zeige ich euch jetzt mal, werde ich das Spiel jetzt mal vorführen, zeigen, wer es aber auch spielen möchte, dranbleiben, das ist so wirklich in der Alpha-Entwicklung schon drin. Es ist immer gut, wenn man in so einem Spiel schon früh drin ist, dann kann man die paar Sachen, die es gibt, meistern und perfektionieren. Und wenn dann pro Patch immer Kleinigkeiten dazukommen, ist man nicht so überfordert. Ich fühle mich immer völlig überfordert, wenn ich 2000 Sachen gleichzeitig habe und dann denke ich mir, wo fange ich an, verdammte Scheiße, ja, so in der Gegend. Und dann, ja, will ich wieder nicht. Also, werden wir das jetzt so machen. Tastenbelegung gibt's und ihr könnt es jetzt schon Coop spielen, soweit ich weiß. Ihr müsst zwar einen Server erstellen. Und wenn du offline gehst, haut es einen anderen raus. Dedicated nicht, aber kommt alles noch. Mod-Support, alles vorhanden, irgendwann mal. Ja. Ja. Starten wir mal einfach rein, schauen, was passiert. Sie haben sogar ein Tutorial, glaube ich, gemacht, soweit ich das gesehen habe. Spielerseed. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da Lustiges? Die Welten sind nämlich prozentual generiert. Heute ist der 14. September. Das wäre dann 14.09.2022. So, passt. Spiel starten. Boah, das Bild im Hintergrund schaut hart aus. So. Ich sah mir das mal an, ein Video zu dem Spiel. Und weiß auch nicht, das ist vom Mai gewesen, ob das noch immer alles aktuell ist. Was ich weiß ist, dass ich keine Musik habe. Gut, das ist klar. Ah, was ich weiß, ist, dass ein bisschen Gordemente ausschaut. Eieiei. Jetzt nicht unbedingt, das meine ich jetzt nicht böse nebenbei, gell? Das ist die Schattenqualität, das muss doch auf wahnsinnig auch gehen. Gibt's ja nicht. Außer das Spiel ist noch schlecht optimiert. Was ja auch passieren kann, aber. Spiel. Zeig mir mal, was du kannst. Mir hat ein YouTuber letztens gemeint, dass, wenn man das zeigt, hat so, der Himmel ist urschön. Das stimmt. Im Vergleich zur restlichen Grafik schon. Nein, der ist so auch schön. Spaß. Also, wir sind jetzt hier. Es gibt auch eine Map. Ihr seht hier, wo wir sind. Das hat sich im Vergleich zum letzten Video geändert. Da dreht sich was.
Hier sind eine Resource, Xenoferrit, und das ist Technum. So, beginnt das Ganze mal so. Schau mal, was unten steht. F. Objects need to be destroyed with a mining tool. F. Disable Demolition Mode. Control F switch to bulk demolition. Let's just drag a rectangle and demolish everything inside this. Okay. Das ist mal der Demolition Mode. Okay, brauchen wir nicht. Dann haben wir V. V ist unser Pad, das zeigt uns alles an. Current Ding, Wüstenpflanze, gibt nur Biomasse. 8, 3, das 8. Copy Target Configuration. Das müssen wir schaffen, was das gut ist. Das kann ich jetzt nämlich nicht wirklich sagen. Aber das hier, ich meine das Copy, das hier zeigt sich an, was rauskommt aus, die ganzen, aus dem Zeug. Sand zum Beispiel hier. Ja. L. Light. Ganz auch super rudimentär. Passt. M. Map. Geht auch. G. Bauen Forschung zu freizuhalten zu Beginn. Gut, klar. C. Construction. Gehen wir gleich drauf ein. Was ist das B? Backpack. Rucksack. Rucksack. Backpack. Ah, das ist das Inventar. Tab, das ist ein bisschen lässig da unten, aber gut. Das andere da unten. Tut mir leid, ich kann es nicht lesen über den Fragezeichen. Bei mir ist ein Symbol drüber von dem Nvidia GeForce. Ich kann das jetzt nicht lesen. Aber es wird wahrscheinlich eher so was wie ein H? M? Nee. F1! Verdammte Scheiße. Ja. Okay, also es gibt dann auch im Endeffekt Tutorial-Aufgaben. Erz. Xenoferrit, hier, jetzt erklären euch da alles. Das ist sogar teilweise noch Deutsch und Englisch, wie Erz aussieht. So. Kann mehrmals abgebaut werden oder eine Erzader abzubauen. Das ist linke Maustaste gedrückt halten, während sie den Bergbau rausgerüstet haben. Eins. Hoppala. Dann könnt ihr hier mal den Sand kaputt machen. Das ist nämlich alles terraformbar. Das ist schon cool. Ja, jetzt bauen wir mal ab. Also gehen wir mal einfach das da oben durch. Ich glaube, das Spiel kann nämlich was. Ah, F2 ist auch das. Erneut. Wie gesagt, C war herstellen, aber das sieht man eben hier. Sieht man jetzt drauf, als was man braucht dafür. Und dann drunter die Zahl hier zeigt euch an, wie viel ihr davon schon herstellen könnt. Ihr müsst auch nicht, wenn ihr einen Ofen wollt, jetzt die, das davor, müsst ihr nicht die Einzelsachen dafür herstellen, wie hier zum Beispiel die Xerophyt-Platten. Wenn das geht, macht das von selbst. Aber ihr müsst alles haben dafür. So. Jetzt geht's los, bevor wir weiter umtun. Hier ist mal das Technum. Ja, das sind die da. Ich glaube, das ist wie in Silas Factory, das ich noch nicht gespielt habe, aber auch bald spielen möchte. Das Spiel ist mal dazwischen kommen. Das hier kann man oben abbauen. Ihr könnt aber auch die Erze selbst abbauen. Da unten drin. Ihr seht hier mit V nämlich zum Beispiel, da sind 25 Technum-Erz drin. Und im Boden, da sind 700, 900, 1000. Also die oben drauf sind ziemlich die oberflächlichen. Und 125 geht eh schnell. Wie gesagt, das ist die Alpha. Die kann sich jeder kaufen, darf Videos machen, kann Koop spielen, alles mögliche. Und das finde ich von einem Entwickler absolut live und vor allem, weil sie so genau auch angeschrieben haben. Sie wollen mit der Community das machen. Sie wollen, dass die Leute schon Videos machen. Sie wollen Early Feedback. Und da kann eigentlich ja nur gutes Feedback kommen, weil von mir kriegt ein Entwickler, der was so offen ist, schon mal erstens, wenn da nicht Game, nicht da komplett hinniges Gamebreaking was ist, einmal schon mal kein schlechtes Feedback, das kann ich schon mal sagen. Dann Baum weg. Biomasse. Aber wir sind da so an Puls der Zeit dran. Da habe ich noch gelesen letztens, dass der Balken da unten ist sogar noch neu, jetzt in der letzten Variante erst kommen. Die letzten. So, das hier ist dann das Xenoferrit. So, jetzt schauen wir mal. B. Das ist auch, das ist neu. B für ein Ding. Normalerweise nehme ich da was anderes dafür. Okay.
bauen wir auch hier ab. Wie gesagt, ich könnte auch da unten das abbauen, aber das würde ich gerne mit Drohnen abbauen, dann, die wir jetzt hoffentlich in der ersten Variante, was wir hier spielen, gleich hinkriegen. Das wird jetzt so wieder eventuell ein Vorstellungspart, mache ich meistens kürzer. Ich überdenke allgemein gerade die Längen meiner Parts. Eine Stunde ist okay, aber ich habe privat, wegen, weil ich ja nicht Berufs-YouTuber bin, Arbeit, Familie, Ding, ich habe nicht so viele Stunden. Da würde ich mit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Video, würde ich mehr Videos rauskriegen. Da geht es mir nur darum, dass täglich ein Video erscheint. Letztes ist es wieder nicht gelungen. Aber muss ja auch nicht sein, weiß ich schon. Aber ich habe es mal halt vorgenommen. Und ob der andere wie Hirnsturz mal geschaut heute bei dem, der hat Videos, die haben alle nur 26 bis 31 Minuten. Aber das ist mir für normales Gameplay zu langsam und zu wenig. Weil ich, weil du oft viel Farmen drin, so wie jetzt hier. Da habe ich in einer halben Stunde dann 20 Minuten Farmen, das ist für ein Arsch und Friedrich. Und deswegen würde ich das gern, werde ich nur so Vorstellungserklärparts kürzer machen und dann die Gameplay-Parts, je nachdem. Ich versuche halt immer so ein Thema abzuschließen. Wenn ich zum Beispiel Conan spiele, irgendwo weit rumrenne und suche was, so wie die nächste Part ist Iron, wie wir Iron gesucht haben. Wie ich das Iron gehabt habe, dann zurückgekommen bin, habe ich dann den Part beendet. Das war wieder eine Stunde ungefähr, aber wenn das ein Dreiviertel wäre, ist auch egal. Aber 10 Minuten wird es nicht sein, außer es ist ein Guide. Gut, genug geredet. Primitiven Ofen herstellen, sagt mir mein F2-Menü. So, also jetzt seht, das schaut jetzt so aus. Erzsammeln haben wir erledigt. Leider hakt er das nicht ab. Das hätte ich nämlich gern gehabt. Okay. Biomasse sammeln. Gut, haben wir auch schon gemacht. Pressing and holding down the left mouse button while having a mining drill equipped. Burn this fuel and self-powered machinery. Okay, das brauchen wir jetzt für... Das ist unser Treibstoff. So, öffnen das Handwerksmenü, Standard C, klick auf das Symbol, bring den Ofen, um ihn einmal herzustellen. Sobald die Handwerksaktion abgeschlossen ist, Sie können den Fortschritt in der unteren linken Ecke des Bildschirms sehen, finden Sie den primitiven Ofen im Inventar. Check, probieren wir. Ha, 37. Und zwar, hier unten ist das. So. Ich habe schon gehört, man kann den jetzt mit Rechtsklick platzieren. Oder... Ich kann das in die Luft stellen. Oder setz es dieser Like so. Man kann ihn, ach Gott. Ah, B. Das I und B, das muss ich ändern. Das I wenigstens Inventory, das wenn schon Tab. Tab Switch, die Tab-Leisten unten. Vielleicht ein bisschen mal ändern das Ganze. So, oder man platziert ihn so. Da das Zeug hier Erze verarbeitet, self-erhaltend. Klassisch drehen mit R. Sehr schön. Was ist der Tafel? Also der Bildschirm ist davon. Wenn wir das mal einfach hier daneben gleich aufbauen. An hier. Cool. Und dann. Kaktus auf der anderen Seite. Na. Hier. So, 20 Platten herstellen. Also das Ganze hat, schaut jetzt so aus. Schauen wir mal. Man kann ihn abschalten und aktivieren. Das ist schon mal was. Dann konfigurieren primitive Furnace. Also, kleine Schmelze. Das hier werden wir auf die Xerorit-Platten einstellen. Hier. So, das heißt, er macht die Platten. Eingabeinhalt sind diese, die Erz und Rausgabe sind den fehlenden Treibstoff. Gut. Wir machen mal so, wenn man, kann man da Inventar verwalten. Ich könnte jetzt hier rüberziehen. Nicht Techno will ich jetzt nicht. Da. Aha, ziehen wir das rüber. So, 100. Gut, sind die dubiosen Gründen 98 waren, aber ist wurscht. Fehlt ihm der Treibstoff, jetzt haben wir ihm da. Kann man das irgendwie splitten? Warum war das jetzt weg? Man kann das irgendwie splitten, ich weiß noch nicht wie. Okay. Ist jetzt ein bisschen blöd, ich will das nicht das Ganze rein. Moment. Dann checken wir mal. So. Wie splitte ich dich?
Umschalt rechte Mausbutton. Achso, nur kurz drücken. Ich bin oben geblieben auf der Taste. Okay, gut. So, dann haben wir mal hier. Es geht übrigens auch anders, ja. Wenn wir hier die Fuel reinhauen, geht das mal an. Und er produziert schon. Man kann jetzt hier, ich weiß nicht, eins von beiden da ist, glaube ich, auffüllen. Wenn ich da drücke, wenn ich da nehme, ist herausnehmen, da ist einfüllen. Und wenn ich es im Inventar habe, das Erz immer drückt hier, füllt das wieder auf die maximale Stack-Einheit, also die 100. Da kann ich es rausnehmen, die Platten. Und lassen wir den das mal machen. Dann werden wir die Stäbe beim anderen herstellen. Hui! Jetzt müssen wir schneller schon. Zack! Stab! Füll ein. Treibstoff. Zack. Los. Mach was. So, tut, ne? So, jetzt lassen wir den mal arbeiten. Bauen da ein bisschen ab. Aber ist ja total lustig, oder? Und das macht doch schon jetzt was her. Ah ja, dieses Brechen der Pflanzen ist jetzt vor kurzem eingefügt worden. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ich gehe bis runter. So. Rausnehmen, den Rest lassen wir wirken. Die 40 haben wir. Dann, 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 dann. Den haben wir auch. So. Neben einem Erzlager. Nett für ihn. Gut, das heißt, das weiß ich jetzt aus dem Video. Also. Wir stellen jetzt mal Gebäudeblöcke her und dann erkläre ich euch dazu etwas. Es gibt übrigens mehr als ein Biom. Das sieht man, wenn ich da hinten gerade schaue, ich war da noch nicht, aber ich sehe ich meine Map. So basic. Ah ja. Da werden wir mal mit rechtsigen Wegpunkt erstellen. Base. Motherfucking Base. Achso. Ja, sehr gut, okay. Ist nur, dass ich wieder zurückfinde. Aber es gibt hier, wie man sieht, schaut, seht euch das an. Ja, schaut das cool aus. Ich finde sowas halt total irre labernd, weil so dichte Bäume. Mit V hier. Was hat er? 10 Biomasse. Das ist Sand. 3 Biomasse. Der hat 15 Biomasse. Abbauen tun sie alle gleich lang, aber man kriegt nur schnell was davon. Ja, seht ihr, das Spiel kann schon was. Ja, bei mir bauen die Parts auch deswegen so lang, weil ich mich immer so ablenken lasse. Wir gehen jetzt wieder zurück und bauen jetzt das fertig. Dann aber geschwind mal diesen Point hier löschen. So. Pass auf, jetzt gehen wir mal auf das Ganze ein. Energie funktioniert im Spiel so, dass der Boden überträgt die Energie. Alles, was auf dem Boden voll, nicht nur teilweise, voll oben steht, hat im Endeffekt Energie. So soll es sein. Ungefähr. Gucken wir mal. Das ist das. Den Benutzen vom Ofen habe ich auch gerade mitgekriegt. Das funktioniert. Das Fuel rein. Das habe ich hier gekriegt. Fundament. Stelle ein Fundament her und baue sie. Craft and equip amount. Craft the required amount of building blocks. Same way as with the primitive furnace. You may right click as crafting menu button to queue 5 actions of that item at once. Place them in the way so that they produce a solid foundation to build on it. To complete the next steps of the task, you need to place the blocks near an ore deposit. Fundamente können gezogen werden. Sofort eine Rechte. Kann man das irgendwie übersetzen? Ich helfe euch. Ich mache das mit so einem. Gibt's hier bei Planet Craft auch wo. Um sofort eine rechteckige Form zu platzieren. Okay. Was stellen wir jetzt her? Gebäudeblöcke. C. Hier haben wir Strukturen, Komponenten, Tagmarete, Metallurgie, Gebäude. Knight. Ja, das hat man gesagt, die schaut so geil aus mit die. So absolut geil mit den Wolken. Mit L kriegt man Light. Ja, man sieht so auch was, man braucht es jetzt nicht unbedingt, aber ist okay.
Der Forschungslabor? Nope. Nope. Gehen wir schon. Nope. Nope. Also müssen nicht. Ja. Gut. Wir brauchen Förderbahn, Ladestation, Biomassegenerator, Montierer, Gebäudeblock. Dürfte passen. Habe ich einmal drauf gekriegt, 5 raus. 10. Da übrigens steht das. Mit Linksklick stellen Sie eines her, mit Rechtsklick. 5. Mit Umschalt rechts 100 und mit Umschalt links Maximum. Rechts? Kann ich da eben noch was rausnehmen? Finde ich total cool und auch detailliert. Gut, dann werden wir ins Inventar glotzen. Nehmen die mal daher. Das kann weg. Yep. Ja, ich will dich ja weg haben. Achso, das kriege ich dann immer raus. Achso, Rechtsklick. Okay, gut. 2. F1 für ein Ding. Ah. Fundament, wo war das jetzt? Gebäudeteilen Energie? Das muss ja da gewesen sein. Das gibt's ja nicht. Ah. In Foundry there are two different types of power, low and high voltage. This page is about low voltage power. Low voltage power is distributed through building blocks. Every low voltage machine is placed on the top of the building blocks will automatically be connected to the low voltage grid of the building blocks. As long as the building blocks are connected, they all share the same low voltage power grid. Most machines, in example, schätzungsweise, drone miner, assembler, loader require low voltage. If an obstacle requires high voltage power, it will specifically say that in a tooltip. Building blocks, ding, okay. The power to low voltage grids have multiple options. To power the low voltage grid, you have multiple options. At the beginning, you may use biomass burners, which will directly power the grid they are placed on. Later, you will get more efficient high voltage power generators methods, which then is relayed by a transformer into lower. Okay, good. Hast. Diesen Auto-Jump hier rauf übrigens kann man auch abdrehen, ja, wenn man den nicht will. Heißt aber jetzt so viel wie, ich mache mal das zum Erz her jetzt frei. Muss man nicht, sage ich gleich dazu. Ist nicht notwendig, man muss das so nicht machen. Ich mach's aber. Mich nervt das auch, dass er da rauf springt, eigentlich auch ungemein, aber es wurscht. Heißt so viel wie, das normale Startding verbindet einmal das Metall darunter, verbindet per Low mit Low Voltage alle Geräte draufstehen. Man muss auf dem Grid irgendwo einmal einen Generator halt stehen haben, sprich in dem Fall etwas, was Strom erzeugt, wie unseren Biomassegenerator. Dann wird alles, was darauf ist, damit versorgt. Das hört sich schon mal cool an. Später gibt es dann noch High Voltage Geräte, die was dann per Transformer mit einem Transformer in Low Voltage gewandelt werden. Aber ich denke mal nicht, dass das jetzt gleich hier alles schlagend wird. So, machen wir das. So. Das kann man ziehen, das habe ich gelesen. So, machen wir so. Ja. Läuft. Z kommt das weg. Das waren die Rods. Befüllen wir nochmal. Ich hole mir trotzdem das andere. Ich mag dann noch ein paar mehr bauen. Ist das nicht cool, dass wir die Maschinen der Nacht hier so leuchten? So.
So. Perfekt. So, zeige ich immer mein Grid. Dann soll ich hier jetzt was machen, um das ganze Zeug abzubauen. Ich werde die Dinge mal ein, das mache ich noch weg. Mal schauen, was da rauskommt. So. Gut, dann soll ich hier, was soll ich jetzt bauen? Stelle eine Bergbaudrohne her. Das ist dieses hier, Bergbaudrohnenarbeiter, Rezept 1, schmelze und montiere. Drohnenreichweite 6, Anzahl Drohnen 4, maximal Leistung von 200 kW, erfordert Fundament 10 für Xenoferritplatten und 8 Maschinenteile. Die Maschinenteile. Stellt sich auch als Ferritplatten her. Das macht aber, wie gesagt, er, wenn wir genug davon haben. 6 elektrischen Komponenten. Stellt er her. Auch, das merkt sie an der Farbe. Können wir das da mal schon was rausnehmen? So. So, geht das schon? Ja, genau. Jetzt können wir dieses Drohnen-Ding einmal herstellen. So. Jetzt, der macht da unten die ganzen Kleinteile. Das finde ich cool. Das gibt es viele Spiele, die können das, aber leider bei weitem nicht alle. Und das habe ich ewig gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, der hat das immer so hergestellt. Ich weiß nicht mehr. War ein cooles Spiel. So, jetzt kommen wir das daher. So, ist jetzt, ihr müsst immer schauen. Irgendwo da ist immer vorne. So. Ah ja, hier seht ihr es an dem Blau. Blau seht ihr, wie weit der abdeckt. Zum Einsammeln. Weiter geht es jetzt nicht gerade, aber später kann man es anscheinend auch draufstellen. Wir machen es jetzt mal daher. No Power. So, dann geht es jetzt. Stell einen Biomasse-Generator auf. Hier. Können wir ja auch herstellen. Dann setzen wir mal den Anfang, wie das nämlich funktioniert, das Ganze hier. Biomassegenerator stellen wir mal hier in die Ecke. Ich weiß nicht, was ich noch brauche. Habe ich noch irgendwelche grundigen Platten? Na, gell? Stellen wir da hin. So, hallo Biomassegenerator. Aktiviert offline ist auch. Schmelzhütte, Ladestation her, 20 Förderbänder, baue eine Schmelzhütte auf dem Fundament. Können wir da mal kurz einfach mal was reindroppen? Geht das so? Habe ich jetzt noch. Ah, ich habe schon Mega-Joules, ich habe schon fleißig gemacht. Was ist denn da jetzt aktiviert? Was ist Niederspannung? Also Stromnetzinformation, das ist das Ding. Okay, das ist zu viel herstellen, wie der eine da braucht jetzt da hinten. Abschalten, Leistung. So, was ist jetzt hier? Da kommt sogar ein Drohnen. Bauen das jetzt ab. Sehen wir auch, wie es weniger wird. 710. Um einen Daumen. 106. Und die bauen das jetzt ab und bringen es da rein. Da müssen wir es dann auch wieder rausbringen, klarerweise. Mit dem Tap da unten komme ich nicht ganz recht. Ich tap mir da die eigene Bar da unten weg. Ja. Das tut mal, ne? So funktioniert's. So, jetzt stellen wir noch Schmelzhütte und alles her. Jetzt hat die Frage, wenn ich das jetzt sage, kann ich das darüber stellen? Kann das auch auf einem Power Grid was machen? Ah, benötigt Treibstoff, steht dabei. Schmelze, Logistikcontainer, Kiste, Ladestation, Förderband. Schmelzhütte. Was ist eine Schmelzhütte? Forschungslabor.
Ich vermute mal, was eigentlich genau macht die Ladestation? Kommt man da hin? Erste Produktionslinien. Okay, so schaut es dann aus. Um Ihre erste Produktionslinien zu automatisieren, benötigen Sie je nach Entfernung zwei Ladestationen, eine Schmelzerei und einige Förderbänder. Zwei Ladestationen? Also, eine Ladestation ist eine Verbindung zwischen einem Förderband und einer Maschine. Diese kann entweder Gegenstände von einer Maschine auf dem Förderbandausgang oder am Förderbandmaschineneingang befördern. Um die Aufgabe zu erfüllen, müssen Sie einen Drohnenminer bauen, der Gegenstände über die Ladestation auf dem Förderband ausgibt. Das Förderband transportiert dann die Waren zu der Schmelzerei, wo die Ladestation die Gegenstände auf das von dem Förderband in den Verarbeiter lädt. Hört sich ja mal nicht so complicated an. Nur ein bisschen. Gut. Dann werden wir mal schauen. Wir brauchen dann, was hat man gesagt? Zwei Ladestationen. Zwei. Was für uns die Platten? Das ist mehr, habe ich nicht mehr. Ist das da auch irgendwie raus? Komm her. Muss ich halt händisch rausnehmen. Ich sehe jetzt hier nämlich auch lustigerweise, welche Drohne was macht. Schau, aufladen, die Drohne. Wegfliegen. Abbau. Das ist nämlich schon sehr geil. Also schon sehr, sehr geil, muss man dazu sagen. Ich habe es so deppert in die Mitte gebaut, sehe ich gerade das alles. Eigentlich wollte ich schon wieder jetzt da pausieren. Die Automatisierungslinie kriegen wir noch hin. Die machen wir noch. Ah, fick dich doch! Jetzt sitzt ich da. Ah! Komm raus. Brauche ich noch. Ich habe die zwei Förderer, ich brauche die Schmelzding da. Maschinenteile und 5 elektrische Komponenten. Das verstehe ich jetzt nämlich nicht, weil eigentlich habe ich ja genug für das. Oder das Ding war langsam, wenn du es nicht mitkriegst. 15 Platten habe ich auch. Das ist irgendwie jetzt strange. Stell mal die 5 Maschinenteile her. Achso. Insgesamt geht sich damit die Platten nicht aus. Das ist blöd, weil da hätte man da einzeigen müssen, eins rot, weil ich die 18, was ich da rechts hatte, da die 15 abziehe, die er dann braucht hätte, dann bleibt für die Maschinenteile nicht mehr genug über. Das stimmt dann schon so, wie er es gemacht hat, ja. Stimmt schon. So. Haben wir das? Dann bauen Förderband. Oh, ich krieg zwei Förderbänder für einmal bauen. Machen wir gerne mal so. Was werden wir hier machen jetzt? Gut, nachdem ich das ja völlig verhunzt habe am Anfang, weil ich das jetzt da hergestellt habe, kann man das wieder wegstellen, das Teil. Ne, ich habe es nicht verhunzt, eigentlich ist es wurscht. So, wie schaut das jetzt aus? 4. Mission Basics. Verwende Förderbänder und Ladestationen, um Waren in deiner Fabrik zu transportieren. Siehe Beispielaufbau. Machine Loader. Belt, Loader, Machine. Ja, okay. Ist mir schon klar. Die Loader-Slots sind da unten.
Use the smelter. Loaders are used to move items between conveyors and structures. Depending on the set mode, input output can be toggled with the button in front. A loader has to be connected, placed against with its back side to a loader. Da kommt noch T-Kreuzung, Förderbänder funktionieren, so wie es Bild ist. So. Checkt man das einfach mal durch. Was ist das hier jetzt? Aha, Gebäudegürtel, ne, das... Ja, dann ja so. So. Ist mir zu anstrengend, jetzt haben wir so. Gebäude. Dann dieses Belt da drunter. Okay, das funktioniert ja auch schon mal. Kann man das irgendwie? Intake. Outtake. Kann man das irgendwie deaktivieren, geschwind mal? Ja, weil jetzt habe ich das Problem, dass ich keine Böden mehr habe, ne? Hier mal geschwind ein bisschen erweitern. Sehr schön, so, das fährt das daher. Dann brauche ich mit 4 hier wieder so ein Ding. Ich hoffe, der schmeißt es jetzt nicht irgendwo hin. Intake, no building. Gut, dann schalten wir den nochmal auf Outtake. 5. Boah, was ist denn da? Muss der ganz da oben stehen jetzt, weil das wäre ein bisschen übertrieben. Da habe ich das falsche Bot. Okay. Passt die Breite jetzt? Immer nicht. Alter. Boah. So muss auch die Breite wird passen. Da muss jetzt aber... Komm mal raus da. Ja, da muss ich jetzt aber wirklich schauen, dass ich das noch vollkriege. Wir könnten es ja mal versuchen, ob das Gerät auch so funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe gehört, dass das nicht der Fall ist, wenn es auch nur halber drum stehen. Sehr gut. Missing Building Foundation? Naja, jetzt steht das jetzt überall drauf.
Nein. Tja, baut die Foundation groß genug, kann es nur sagen. Und, auch, weil, und einfach weil der Entwickler live und das unterstützt es ein bisschen. Ja, es funktioniert so. Man kann übrigens den Sand, den man aufgehoben hat, auch wieder ablegen. Was relativ cool ist. Wenn man dann nicht ins Nix fliegt die ganze Zeit. So. Dann machen wir da auch einen Input. Pick from belt. Ich kann das von da nehmen. Machine Inventar full. Okay, so jetzt müssen wir dem sagen, was er tut. Konfiguriere Smelter. Was macht der jetzt? Was kriegt der jetzt da rein? Was ist denn das? Was bauen der ab? Toll. Technum Erz. Das heißt, wir müssen hier das nehmen. So. Leute, es wirkt. Kann ich das unter mich auch platzieren eigentlich? Kann ich! Ist ja cool. Gut, das dauert jetzt eh schon 40 Minuten. Jetzt werden wir da mal pausieren. Wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, lasst ein Abo da, ein Like, Comment, wir hauen uns in den nächsten Part und geben Vollgas. Also, weil es funktioniert mal, wir können hier mal weiter, und so wird das jetzt dann weiterrennen mit den Belts hier. Ich finde das total cool. Ich finde das wirklich voll cool, vor allem mit dem Knöpfen, wie das wirklich so schön auf dem die Bildchen hier alles sieht. Was ist denn so? Fehlt da mal? Ich stelle noch 20, 20 Förderbänder her, also wir brauchen nicht. Wir werden das gleiche da drüben auch hinbauen und dann zusammenfassen, ja? Okay, gut Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Wenn ja, schreibt was, lasst ein Abo da, ein Like, Comment. Haut alles rein, was geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's es gut. Bleibt gesund. Das kann schweben. Und ciao.